gerade nicht gut annehmen kann. Nörkel mit dem Ball im Aus. 2:2. Ganz sauberes Ass von Cindy Nörkel. 3:2 für Schneeberdingen. Diana Hürst. Und Laura Marowke mit dem 4:2 ganz sicher verwandelt. Sehr gut von Hörst und da sind sie sich nicht einig, wer da eigentlich richtig hingehen soll. Und damit der Punkt für Schwerin. 4:3. Christine Master mit klasse Einsatz holt sie den Ball. Nixdorf bringt den Ball hoch und Hörst. Mit der kurzen Variante, aber zu lang. Marowke, gut geholt von Nixdorf. Und Hörst mit einem guten Ball. Man die Hallendecke gestoppt im Vorwärtsdrang von Schneeberding. Und der Ball von Marowke im Aus. Und der Ausgleich, 4:4. Und der Aufschlag von Nörkel zu kräftig. 5:4 für Schwerin. Und Marowke jetzt beim Aufschlag. Hörst wird den Ball jetzt einfach übertragen. Schneeberding mit Schwierigkeiten. Gut rübergebracht noch. Hörst beruhigt das Spiel. Nixdorf bringt ihn vor und Müller wird abschließen. Das hat sie sehr gut gemacht, aber klasse geholt von Schneeberdingen. Und Nörkel mit dem Ball im Aus. Das war eigentlich sehr gut gespielt auch noch von Nörkel. Sich den Gegner angeguckt. 6:5. Für Schwerin und jetzt Seitenwechsel. Für Schwerin. Deswegen. Und das Ganze. 6:4. Jetzt sehen wir noch, Martina Müller holt ihren Glücksball. Dann wollen wir mal schauen, ob ihr das auch Glück bringt. In diesem 5. Satz beim Stand von 6:4 für den ESV Schwerin. Diana Hürst mit der Angabe jetzt.
Und der war im Netz. 7:4 für Schwerin. Cindy Nölkel. Der Solle kurz gespielt, auch der geht ins Netz von Cindy Nölkel. 8:4. Laura Marowke. Nixdorf und Hürst. Marowke gut geholt und den werden sie wohl bloß so rüberbringen. Nee, gefährlich. Martina Müller gut in Aktion und Hürst bringt den Ball rüber. Und Marowke wird den jetzt abschließen. Nixdorf holt sich klasse den Ball. Maas und Müller. Wieder Marowke. Wieder kurz, wieder ist Nixdorf da. Hat sich kurz wehgetan. Und Hürst wird ihn jetzt abschließen und er wird kurz kommen. Nölkel. Und Marowke wieder. Und Hürst geht hinterher und wird den Ball jetzt abschließen. Lang. Und Marowke trotzdem alle Möglichkeiten. Gut von Hürst. Und Nixdorf für Müller. Und kurz zum 9:4. Toller Ballwechsel. Hätte gar nicht hingehen müssen, aber Christine Maas bringt den Ball noch rüber. Das gibt 10 Applaus in der Halle. Gut geholt von Hermann. Nixdorf und die Chance für Hürst jetzt. Und der ist gut, sagt der Linienrichter. Den hat sie aber ganz genau getimt. Diana Hürst. Und damit haben wir jetzt 6 Matchbälle für den ESV Schwerin. Cindy Nölkel. Nixdorf holt den Ball. Müller kriegt den Ball nicht richtig unter Kontrolle. 10:5. Erster Matchball ist abgewehrt. Hürst schlägt auf zum zweiten. Der geht ins Netz. Zweiter Matchball abgewehrt. Die Anspannung ist greifbar. Obwohl so viel Spannung eigentlich gar nicht mehr drin liegen sollte. Bei jetzt noch 4 Punkten. Vorsprung, also 4 Matchbällen. Martina Müller. Nicht kräftig genug. Marowke und der Treffer. 10:7. Ja. Da spielen die Nerven dem ESV Schwerin gerade wieder einen mächtigen Streich. Diana Hürst. Den. Marowke, Müller bringt den Ball wieder rüber. Erneut die Möglichkeit. Seitz wird wieder auflegen für Marowke und sie sieht die Lücke zum
10:8. Und jetzt will das Publikum ja auch noch was tun. Dazu beitragen, Martina Müller jetzt nochmal motivieren. Auch das ist eine schwache Angabe. Nöckel. Und der Ball ebenfalls für Schneverding. Der Ball draußen. 10:9. Diana Hürst. Und jetzt die Möglichkeit, oh, schlecht aufgelegt, aber es steht alles offen. Ja, Hermann hat den Ball und jetzt die Chance für Schwerin, Nixdorf. Und Müller. Kurz. Seitz gut geholt. Und es wird wieder Marowke sein, Laura Marowke. Kurz, das hat Hürst sehr gut gesehen, war sofort da. Nixdorf und Martina Müller mit Gewalt und den Punkt für Schwerin und den Sieg für den ESV Schwerin. Was für ein Kraftakt. Deutlich Gewinn. Nach einem deutlichen Satzgewinn. Jetzt der knappe Satzgewinn mit 11:9 und damit der 3:2 Sieg für den ESV Schwerin und der versöhnliche Ausklang der Bundesliga-Hallensaison der Damen mit dem Schlusspunkt durch Martina Müller. Ein bisschen Zeit ist vergangen, der Staub hat sich gelegt und die Ergebnisse aus den anderen Hallen sind eingetrudelt. Und dann wollten wir doch mal schauen, ob es Schwerin noch geschafft hat, in der ersten Bundesliga den Klassenerhalt zu erhalten, nachdem der SV Dutenbüttel gegen den Aalhorner SV, Tabellenführer und deutscher Meister, und dem SV Moosvleen jeweils mit 0:3 verloren hat, konnte Schwerin diese Mannschaft schon hinter sich lassen. Und dann kam es an auf das Turnier in der Sporthalle Mäkisches Gymnasium in Hamm-Westfalen, wo der TV Westfalia Hamm den MTSV Melsingen mit 3:1 schlagen konnte und damit den Klassenerhalt für sich gesichert hat. Und so kam es im letzten Spiel beim TSV Westfalia Hamm gegen den TV Förde darauf an, wer in der Klasse bleibt oder nicht. Und der TV Westfalia Hamm schlug die TV Förde mit 3:0 und leistete Schützenhilfe für den ESV Schwerin, der damit glücklich in der ersten Bundesliga bleibt und auch nächste Saison in der Halle wieder Faustball erste Bundesliga zeigen kann. Und darauf freuen wir uns und das werden wir verfolgen, dann im nächsten Jahr wieder in der Sporthalle für Wirtschaft und Verwaltung.